Herr Doktor Stelter, so also wie der Spanier sagen würde, what's the beef? Ich meine, wir haben jetzt mal, wie viel? 1 Billion Euro im Rahmen der Corona-Krise locker gemacht als Deutschland. Wo haben wir denn ein Wohlstandsproblem? Das müssen Sie uns erklären. Es sind zwei verschiedene Fragen. Das eine ist, haben wir ein Problem, das andere ist die Frage, ist Wohlstand überhaupt ein Ziel? Ich beginne gleich mal mit dem zweiten Aspekt. Ich beginne gleich mal mit dem Thema, ist Wohlstand ein Ziel? Es ist so, es gibt ganz viele Studien, die zeigen, dass zunehmender Wohlstand nicht unbedingt dazu führen muss, dass man glücklicher ist. Also es ist nicht so, dass man jetzt viel mehr Wohlstand braucht, wir sind glücklicher. Umgekehrt gibt es aber auch kein einziges Beispiel in der Geschichte, wo man durch Verarmen glücklich wird. Also, ist ganz wichtig. Und es wird immer unterschätzt. Menschen gewöhnen sich an ein Wohlstandsniveau. Und wenn man das dann nicht mehr hat, wenn man ärmer wird, dann sinkt auch das Zufriedenheitsniveau. Das sehe ich ganz kritisch, gerade bei dieser Diskussion, wenn gesagt wird, wir sollen jetzt hier deindustrialisieren, wir sollen nicht mehr Auto fahren, etc., etc. Ich glaube, das Vertreten sind sowieso auf dem falschen Dampfer, aber das ist ein anderes Thema, kann man auch diskutieren. Aber selbst wenn man glaubt, es ist die Lösung, glaube ich nicht, dass das gesellschaftlich tragfähig sein wird. Das Zweite ist dann die Frage, sind wir ein reiches Land oder ein wohlhabendes Land? Ich meine, ich habe ja vor 2,5 Jahren das Buch geschrieben, das Märchen vom reichen Land. Natürlich ist der deutsche Staat geringer verschuldet offiziell als unsere Nachbarländer. Aber Sie kennen das ja, man ist der Einäugige unter den Blinden. Ja, also wir haben weniger Staatsschulden, das stimmt. Führt übrigens dazu, dass wir dann aus der Kasse gebeten werden in Europa und unsere Nachbarn dann sagen, ihr seid ja so reich, dann überweist doch mal bitte ein paar hundert Milliarden, das wird auch tun. Nur, wenn wir richtig hinschauen, muss man natürlich sagen, naja, wenn der Staat so bilanzieren würde wie Sie und ich, also eine ordentliche Bilanz hätte mit Vermögenswerten und mit Verbindlichkeiten, dann würde man sehen, dass in den 10 Jahren vor Corona Deutschland immer ärmer wurde. Warum? Die Vermögenswerte, also Autobahnen, digitale Infrastruktur, was immer man so haben möchte, Schulgebäude, sind verfallen, wurden also weniger wert. Und gleichzeitig sind die Verbindlichkeiten gestiegen. Man hat Versprechen abgegeben, nämlich für Grundrente, für Mütterrente, für Rente mit 63. Und nochmal, das kann man alles machen. Ich habe jetzt a priori damit kein Problem. Aber was wir natürlich haben, ist Folgendes. Wir haben die Situation, dass dort ja ein Versprechen abgegeben wird, zu Lasten Dritter. Denn dieses Geld muss in Zukunft erwirtschaftet werden. Und wenn Sie eine Bilanz hätten als Unternehmen, würden Sie jetzt auf der Passivseite, hätten Sie eben höhere Pensionszusagen oder höhere weitere Verpflichtungen. Und man würde sofort sehen, oho, sie wirtschaftet nicht mehr so gut. Und das Ganze muss man eben im Hinterkopf haben. Und deshalb, jawohl, vordergründig schaut es so aus, würden wir gut dastehen. Wenn man sauber rechnet, stehen wir gar nicht so gut da. Und vor allem sind wir nicht vorbereitet für das, was vor uns liegen mag in den kommenden Jahren an zusätzlichen Belastungen, für die wir nicht vorgesorgt haben.